Mikro funktioniert, sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich denke, wir wollen pünktlich starten. Mein Name ist Wolfgang Zinser, komme aus Dienstlaken und ich bin hier eingeladen worden, die Sitzung hier zu leiten. Wir wollen Ihnen heute etwas über matrixbasierte One-Step-Verfahren bei chondralen und osteochondralen Defekten an unterschiedlichen Gelenken nahebringen. Es ist so geplant, dass wir zunächst einen Block haben, wo wir ein bisschen die Grundlagen behandeln. Der Lars Hagemann wird erzählen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich darf Sie auch schon ankündigen, dass es von der AG Gewebe-Regeneration in Kürze, momentan ist das Paper in einem Review-Verfahren noch, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Monaten ein Konsensus-Paper genau zu diesem Thema von der AG Gewebe-Regeneration veröffentlicht werden. Also das ist ein ganz aktuelles Verfahren und die Matrix-Verfahren haben immer mehr einen Stellenwert. Sie dürfen sich also darauf freuen. Der zweite Block wird sein, der Wolf Petersen wird ein bisschen Ihnen nahebringen, wie das dann praktisch geht. Er hat praktische Beispiele mitgebracht und wird Ihnen zeigen, wie man so eine Matrix platzieren kann und wie man es dann operativ hinkriegt. Ich darf jetzt einmal den Lars Hagemann ankündigen. Hat seine Knorpelsporen verdient, glaube ich, an der MHH, ne? Ist ja, richtig? Genau. Und ist jetzt in der orthopädischen Praxis, ganz in der Nähe und kann Ihnen jetzt die Grundlagen nahebringen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Person. Herr Zinser hatte mich ja gerade schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Lars Hagemann, bin 13 Jahre lang im Anna-Stift in der orthopädischen Klinik der MHH tätig gewesen, vorwiegend im Knie-Department und habe da entsprechend meine klinischen und operativen Erfahrungen gesammelt und insbesondere auch schon einige Zeit mit dem Hyalofast gearbeitet und da gute Erfahrungen gesammelt. Juli bin ich mit zwei Kollegen in einer operativen Schwerpunktspraxis tätig. Die beiden Kollegen sind operative Kinderorthopäden. Ich habe mich mehr auf die entsprechende knieoperative Seite konzentriert und wollte Ihnen jetzt, wie gesagt, die Grundlagen der matrixbasierten Knochenmarkstimulation gerne demonstrieren. Einmal eine ganz große Grundsatzfrage an Sie. Wer von Ihnen hat schon Erfahrung oder wie viel Erfahrung mit Mikrofrakturierung arthroskopisch mit dem matrixbasierten Knochenmarkstimulation? Gar keine Erfahrung, wenig Erfahrung, ja, okay, wenig Handzeichen. Gut, also wie gesagt, ich versuche da mal die entsprechenden Grundlagen und die entsprechenden Operationen Ihnen darzulegen. Also, oben sehen Sie schon, da steht AMIC, autologe Matrix-induzierte Chondrogenese. Das ist ein Begriff, der geschützt ist von der Firma Geistlich, den wir quasi nicht verwenden wollen. Das ist der entsprechende Konsens der AG Gewebe-Regeneration. Wir wollen den Begriff Matrix-augmentierte Knochenmarkstimulation, abgekürzt Matrix in BMS, also für biomechanische Stimulation, verwenden. Knorpel, klar, brauche ich nicht groß drauf eingehen, ist letztendlich das große Problem aufgrund der fehlenden Blutversorgung und so weiter, hat es geringe Selbstheilungskapazität und da müssen wir dem Knorpel Unterstützung geben, damit er da die entsprechende Heilungstendenz hat. Knorpelschäden, auch da brauche ich, glaube ich, Ihnen nicht im Detail zu sagen, wie die Einteilung der entsprechenden Schäden ist. Wichtig ist, dass wir uns auf die Schäden dritt- bis viertgradig konzentrieren müssen, wenn es denn um eine Operation geht. Die Indikation zu einer chirurgischen Knorpeltherapie ist demnach letztendlich ein symptomatischer dritt- bis viertgradiger Knorpelschaden. Der muss nicht mit einem subchondralen Substanzdefekt, also mit einer osteochondralen Läsion vergesellschaftet sein, aber kann, also insofern sind das die beiden Indikationen, die wir zur entsprechenden Knorpelregeneration haben, operativ. Was für Optionen haben wir? Je nach Größe, gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein, gibt es die entsprechende Anbohrung, es gibt die als Goldstandard die Mikrofrakturierung, es gibt die osteochondrale Transplantation, also die OATS. Es gibt natürlich dann auch je nach Größe die entsprechende Knorpeltransplantation, auch die ist natürlich schon gekoppelt mit einer entsprechenden Matrix, also die MACT, aber natürlich auch die Matrix-augmentierte Knochenmarkstimulation.
Die Entscheidung für eine Knorpeltherapie ist natürlich auch nicht nur abhängig davon, was für einen Knorpeldefekt habe ich, wo ist er lokalisiert, wie groß ist er, wie tief ist er, sondern geht natürlich auch darum, wo ist er quasi lokalisiert, wie ist die Stabilität des entsprechenden Gelenkes, wie ist die Beinachse. Hier sehen Sie drauf diese starke X-Komponente des Beines. Das müssen Sie natürlich, wenn Sie eine entsprechende Knorpelregeneration machen, mit korrigieren. Gar keine Frage. Mikrofrakturierung. Wenn Sie die arthroskopische Situation jetzt im Beispiel Knie haben, ist das natürlich ein Goldstandard, insbesondere bei kleineren Defekten, die unter 2,5 Quadratzentimeter liegen. Da gibt es entsprechend gute Daten darüber, dass das gerade in der Größenordnung wirklich gute Ergebnisse hat. Der Nachteil ist natürlich, dass hier sich letztendlich nur vorwiegend Faserknorpel bildet, der im Laufe der Zeit natürlich auch von der biomechanischen Belastbarkeit schlechter wird. Wie Sie es oben sehen, die Ergebnisse werden, je größer der Defekt wird, man hat ja immer so Grenzzonen, man weiß ja nie so richtig, ist das wirklich 2,5 Quadratzentimeter, man misst das ja immer nur so ganz grob aus, aber trotz alledem, je größer der Defekt wird, umso schlechter werden die Ergebnisse. Und wie Sie da unten sehen, es ist leider auch altersabhängig. Das heißt, unter 30 Jahre sind die besten Ergebnisse, darüber hinaus ab 40, ab 50 werden sie leider immer schlechter, sodass man da natürlich hingehen muss, was mache ich denn mit diesen was mache ich mit diesen Patienten, die quasi in diesen negativen Bereich fallen. Zum Prinzip der Mikrofrakturierung, ich weiß für diejenigen, die das schon kennen, trotz alledem nochmal zur entsprechenden bildlichen Darstellung. Ich muss meinen Defekt so weit debridieren, dass ich eine stabile Knorpelrandleiste habe, eine schöne stabile Knorpelschulter, und muss auch diese kalzifizierende Knorpelschicht, die Sie da oben quasi grau sehen, die müssen Sie mit entsprechend kürittieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur dann können Sie mit der Mikrofrakturierungsahle durch die subchondrale Knochenlamelle entsprechend Löcher machen, damit sich daran dann quasi das subchondrale Blut im Defekt sammeln kann und diesen mesenchymalen Klott bilden kann, denn der ist entsprechend entscheidend. Hier gibt es mal 6 Bilder von einem Kollegen, der quasi den Patienten nacharthroskopiert hat in einer Studie. Hier sehen Sie, wie mit einer Kürette der Knorpel schön debridiert wird mit einer schönen, stabilen Knorpelschulter. Hier unten mit der Ahle entsprechend in den Abständen werden schöne Löcher in die subchondrale Knochenlamelle gebildet. Hier kommen dann die spongiösen Blutungen, die sich dann zu einem Plot oder Klott bilden, der dann langfristig zu einem durchgängigen Knorpelteppich sich bildet. Das zur Mikrofrakturierung. Was mache ich, wenn ich jetzt einen größeren, tiefgreifenden Defekt habe? Dann bleibt mir die Möglichkeit der OATS, also der osteochondralen Transplantation. Der geht in der Regel über eine Mini-Open-Technik. Ist der einzige, muss man dazu sagen, die einzige Möglichkeit, wirklich höherliegenden Knorpel zu transplantieren bzw. den Defekt mit höherliegenden Knorpel aufzufüllen. Die Ergebnisse sind, wie es da oben steht, bei kleineren bis mittleren Defekten groß. Der große Nachteil bei dieser OATS-Plastik ist, Sie haben letztendlich immer nur eine begrenzte Verfügbarkeit von Spenderzylindern. Das heißt, wird der Defekt größer, müssen Sie ja quasi zu Ungunsten einer anderen Stelle die Zylinder entnehmen. Das heißt, Sie produzieren mehrere größere Defekte, nur um einen Defekt aufzufüllen. Das ist schon mal ein großer Nachteil. Dann kann es sein, dass natürlich die Zylinder nicht gut rausgehen, die brechen vielleicht ab, die sind dann zu kurz etc. Das ist der zweite Nachteil. Und ein ganz großer Nachteil ist die Inkongruenz der Oberfläche, dieses Bonding. Also Sie kriegen quasi, wenn Sie den Zylinder irgendwo entnehmen und den dann in eine andere Stelle transplantieren, nie eine homogene Knorpelfläche hin. Hier mal ein paar Beispiele. Wenn Sie sich mal diesen Defekt angucken, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Zylinder. Die müssen Sie erstmal aus dem Knie rausholen. Also der Defekt, den Sie damit produzieren, also der Flurschaden ist viel zu groß, um damit wirklich eine adäquate Option der Knorpeltherapie zu haben. Retropatellar ähnlich. Da sollte natürlich kein großer, dieses Bonding, ist halt diese Inkongruenz ist ganz entscheidend. Auch hier, da, das ist natürlich, wenn Sie einen osteochondralen Defekt haben, eine Option, aber je größer der Defekt wird,
umso schlechter werden natürlich die Ergebnisse. Und versuchen Sie mal wirklich, wie es hier im MRT dargestellt ist, wirklich die Zylinder wirklich so parallel hinzukriegen, dass wirklich eine homogene Knorpeloberfläche da ist. Also schwierig. Je mehr Zylinder Sie machen, umso schwieriger wird es. Für die dritte Alternative der Knorpeltherapie, die ACT bzw. die Matrix-assoziierte ACT, gibt es unterschiedliche Angaben in der Literatur. 2,5 Quadratzentimeter bzw. 4 Quadratzentimeter oberhalb ist letztendlich eine Maßnahme bei größeren Defekten. Auch da gibt es natürlich eine gute Studienlage, dass das auch funktioniert, aber auch da gibt es entsprechende Nachteile, wie zum Beispiel 2 Eingriffe sind notwendig. Warum muss man sich 2-mal operieren lassen, wenn ich nur einmal letztendlich bei einer kleineren Maßnahme den Knorpel vielleicht damit schon therapieren kann? Transplantathypertrophie, und hier habe ich mal eine Studie von 2006 mal rausgesucht, da ist es bei einer klassischen ACT, kam es zu RAE-Fällen und in diesem Falle waren es 294 Patienten von 497 in dem Zeitraum von 1996 bis 2003, wo es zu entsprechenden Problemen kam. Und von diesen AEs wurden 93 nachoperiert. Also ist schon eine relativ hohe Zahl. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch die ACT hat natürlich auch ihre Grenzen. Wie gesagt, hier nochmal dargestellt, bildlich die ACT bzw. die Matrix-assoziierte ACT. Auch da gibt es entsprechende Trägersubstanzen, Polymere, Hyaluronsäure, Kollagenmembran, Spheroide, um die entsprechenden Knorpelzellen auch wirklich da in dem Defekt zu halten, damit es da eine gute Knorpelregeneration gibt. Komme ich aber zu meiner eigentlichen Thematik, denn die Matrix-assoziierte BMS soll ja uns eine gute Alternative darstellen zwischen der klassischen Mikrofrakturierung und der Maßnahme OATS bzw. ACT-MACT. Parfan ist erstmals beschrieben worden 2003, ist wie gesagt eine Modifizierung der klassischen Mikrofrakturierung mit einer Matrix. Diese Matrix ist in der Regel absorbierbar, also das heißt, das Trägermaterial wird ersetzt durch Knorpelgewebe, das heißt, es löst sich mehr oder weniger rückstandsfrei auf. Es ist synthetisch hergestellt, also keine entsprechende tierische oder humanen Ursprungs und es ist formstabil. Also Sie haben letztendlich, Sie kriegen damit eine homogene Knorpelfläche hin. Der Hintergrund ist, es ist ein One-Step-Verfahren, also das ist, finde ich, ein klassischer Vorteil gegenüber einer Knorpeltransplantation, wo immer in der Regel 2 Eingriffe notwendig sind. Und Sie haben hier die Möglichkeit, bei größeren Knorpeldefekten das anzuwenden, also bei über 2,5 Quadratzentimetern, weil sonst wären Sie bei diesen Defekten eigentlich schon immer in der Knorpeltransplantation. Grundsätzlich ist es hier so, also durch die Mikrofrakturierung bildet sich dieser Superthrombus, sprich aus Blut- und Knochenmark mit entsprechenden mesenchymalen Stammzellen, Wachstumsfaktoren etc. bildet sich dieser Superthrombus und der muss natürlich in dem Defekt bleiben. Und wie gesagt, je größer er wird, umso schlechter werden die Ergebnisse, haben wir vorhin bei der Mikrofrakturierung gesehen. Das heißt, wenn das sich ausschwemmt, dann kann dieser mesenchymale Klott da sich nicht in ein entsprechendes Knorpelgewebe umwandeln. Und das heißt, wir müssen ihm irgendwie helfen, da zu bleiben. Und das kann man durch eine Matrix gut machen. Das heißt, dieser Klott wird dort stabilisiert und ist dadurch so geschützt, dass quasi die Zellen sich da entsprechend gut vermehren können und gutes Reparationsgewebe bilden können. Arthroskopisch geht man letztendlich bei dieser Operationsmethode grundsätzlich vor. Man geht erstmal arthroskopisch rein, beurteilt den Knorpeldefekt, sieht, okay, die Indikation für dieses Verfahren ist gut, macht das genauso wie bei der klassischen Mikrofrakturierung, debridiert das, entfernt die kalzifizierende Knorpelschicht, hat eine gute Knorpelrandleiste, macht eine Mikrofrakturierung und dann kann man diese Matrix auf den Defekt entsprechend zuschneiden und kann ihn unproblematisch implantieren. Das geht sowohl offen als auch arthroskopisch. Zusätzlich kann man eine Matrix, in diesem Falle die Hyalophase-Membran, auch mit einem Knochenmarksaspirat zusätzlich benetzen, um damit noch mehr Zellen in den Defekt zu bekommen. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Dieses Marrow Solution ist eine Methode, um quasi Knochenmark aus dem Beckenkamm zum Beispiel noch zu holen, um damit die Matrix noch besser zu für die Knorpelregeneration zu präparieren. Was gibt es jetzt für Verfahren? Was gibt es auf dem Markt für Möglichkeiten einer guten Matrix,
die unproblematisch implantiert und benutzt werden kann. Da habe ich mal zwei Folien mit großen Tabellen. Sie sehen, da gibt es relativ viele. Ich will da natürlich gerne insbesondere auf das Hyalofast eingehen. Hyalofast ist letztendlich eine Matrix aus purer Hyaluronsäure, ist fermentativ hergestellt und gibt es in zwei Größen, 2,2 und 5,5. Der Vorteil daran ist, man braucht letztendlich nicht mehr Größen, weil Sie können mehrere, wenn ein Defekt, sage ich mal, zwischen 2,2 und 5,5 Größe ist, können Sie letztendlich auch 2,2 mal 2 nehmen. Also Sie können zwei Membranen nehmen, die können Sie wunderbar nebeneinander legen. Das ist relativ unproblematisch. Die Membran ist relativ weich, also sie ist nicht rigide, Sie können die gut zurechtschneiden, können Sie theoretisch auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, mit normalem Vollblut tränken, um sie dann entsprechend zu präparieren. Das ist unproblematisch. Ich zeige Ihnen da gleich nochmal ein paar Bilder dazu. Sie können die natürlich auch mit einer entsprechenden Schablone zurechtschneiden. Meine Erfahrung ist, dass ich mir den Defekt, also die Membran nehme, den auf den Defekt drauflege, habe da so eine entsprechende Größenbestimmung und kann dann die Membran wunderbar unproblematisch zurechtschneiden. Das geht relativ schnell. Und jetzt kommt meines Erachtens einer der wirklich sensationell großen Vorteile. Sie ist selbsthaftend. Bei anderen Matrix-Herstellern ist es so, sie brauchen Fibrinkleber, sie brauchen irgendwelche anderen Befestigungsutensilien, um diese Matrix im Defekt zu halten. Ist zum einen ein Kostenfaktor, ist zum anderen auch meines Erachtens ein Faktor, der später auch Probleme macht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen retropatellaren Schaden, wollen dort eine Matrix einbringen und müssen den irgendwie fixieren. Und angenommen, Sie nehmen da jetzt zum Beispiel kleine Nägel und die stehen halt ein bisschen über, die stehen nicht unter dem Knorpelniveau. Ja, können Sie so nicht lassen. Ne? Also die müssen Sie natürlich dann entsprechend unter das Knorpelniveau bringen und das kann manchmal schon ein limitierender Faktor sein. Also insofern finde ich, ist es ein ganz, ganz klassischer oder ganz, ganz hervorragender Faktor, dass diese Membran selbsthaftend ist, ohne zusätzliche Fixationsmaßnahmen. Also letztendlich, um quasi das Anwendungsgebiet der matrixbasierten BMS nochmal darzustellen, ist es eigentlich letztendlich größer als 2,5 Quadratzentimeter und das haben wir relativ häufig. Es sind ja nicht die meisten Defekte, die unter 2,5 Quadratzentimeter sind, sondern es gibt ja auch häufiger Defekte, die größer sind. Und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, multiple Defekte zu behandeln, was auch ein negativer Faktor für eine isolierte Mikrofrakturierung ist. Wäre also quasi hier die matrixassoziierte BMS bei einem Defekt über 2,5 Quadratzentimeter wunderbar, genauso bei osteochondralen Defekten, die Sie quasi vorher mit einer entsprechenden Spongosa-Plastik versehen können. Sie können zum Beispiel auch, das habe ich auch schon mal gemacht, aus dem Tibiakopf oder aus dem distalen Femur können Sie sich einen normalen Knochenzylinder mit einem Oates-Instrumentarium holen, setzen den quasi in den Defekt, haben also eine Knochenauffüllung und können dann darauf nach einer entsprechenden Mikrofrakturierung die Matrix draufsetzen, um damit quasi auch eine osseäre Auffüllung des Defektes zu gewährleisten. Also eine wunderbare Alternative meines Erachtens auch zur OATS. Eine Studie habe ich Ihnen nochmal rausgesucht, das ist eine über 5 Jahre Ergebnisse-Studie von 2016, die grundsätzlich zeigt, dass Hyaluronsäure-basierte Membran deutliche Vorteile im Verhältnis zu einer klassischen Mikrofrakturierung hat. Einige Beispiele, ich weiß, Professor Petersen wird da gleich nochmal ein bisschen intensiver und mit mehreren Beispielen darauf eingehen. Trotz alledem will ich es nicht unversucht lassen, Ihnen damit schon mal so einen kleinen Einblick zu geben. Hier oben links sehen Sie einen entsprechenden Knorpeleffekt an dem medialen Femurkondylus. Das ist zum Beispiel ein Patient gewesen, der zusätzlich auch eine isolierte patellofemorale Oberflächenersatz bekommen hatte. Der hatte zusätzlich noch diesen Defekt am medialen Femurkondylus. Alternative wäre gewesen, dem eine volle Prothese einzusetzen. So, jetzt hat er aber diesen Defekt gehabt, den haben wir mikrofrakturiert, haben ihn hier mit dieser Membran, die schon mit Vollblut getränkt ist, entsprechend präpariert und Sie sehen hier, es ist ohne zusätzliche Fixation durch Adhäsionskräfte im Defekt, hält das wunderbar.
Hier ist mal die Möglichkeit, und das ist, finde ich, also ich muss ganz ehrlich gestehen, Retopatellar, das ist, da schwöre ich drauf, das ist wirklich ein sensationell gutes, eine sensationell gute Methodik. Ich versuche mal den Film hier unten zu starten. Also hier oben links sehen Sie, wie gesagt, den Defekt Retopatellar. Haben Sie eine Membran, die Sie, wie gesagt, mit kleinen Nägeln zum Beispiel befestigen müssen und so weiter, haben Sie immer, wie gesagt, nochmal das Problem, dass diese Nägel überstehen. Und insofern ist es immer von Vorteil, wenn die Membran durch selbsthaftende Kräfte da bleibt, wo sie ist. Und das wollte ich Ihnen ganz gerne demonstrieren. Hier oben, wie gesagt, ist der Defekt aufgefüllt und wir haben das Knie dann durchbewegt. Also diese Drähte sind zum Aufhalten der Patella, um den Defekt quasi so zu präparieren. Und nach dem Durchbewegen sehen Sie, ist die Membran da, wo sie sein soll. Problem der fehlenden Knorpelschulter, ja, ist ein Problem, gibt es immer, muss man versuchen. Ich hatte auch schon Fälle, da hat das nicht funktioniert, kann man aber theoretisch, wie gesagt, je kleiner natürlich diese fehlende Schulter ist, umso besser ist es in der Prognose. Theoretisch könnte man hier dann diesen Rand auch versuchen anzunähen, ihn mit Fibrinkleber zu fixieren in Ausnahmefällen. Also insofern, das Thema der fehlenden Knorpelschulter kann gelöst werden, ist natürlich idealerweise, wenn er nicht, wenn diese Knorpelschulter intakt ist, ist es natürlich immer von Vorteil. Osteochondrale Defekte, hatte ich Ihnen erzählt, ist an sich eine wunderbare Methode, wie gesagt, Ostea aufzufüllen, danach die Matrix draufzusetzen. Hier sehen Sie mal diesen osteeren oder osteochondralen Defekt arthroskopisch, hier quasi nach Curettage und entsprechender Sprungioserplastik und hier dann mit der Hyaluronfasermembran aufgefüllt. Arthroskopisch assistiert geht das auch, ist auch nicht so sehr schwer. Wie gesagt, hier defekt, mikrofrakturiert, implantiert. Das ist dieser Fall, den ich Ihnen gerade gezeigt hatte. Hier ist dieser osteochondrale, dieser normale chondrale Defekt, MRT präoperativ. Auch hier ist es natürlich so, dass es ein Defekt an der posterolateralen Femokondyle, den kriege ich durch eine Mini-Open in der Regel nicht gut adressiert oder schlecht adressiert, sodass man das wunderbar arthroskopisch assistiert machen kann. Und hier sehen Sie auch, ist die Membran wunderbar im Defekt implantiert. Das ist der Patient, 7 Monate postoperativ. Da sehen Sie eine wunderbare Defektauffüllung ohne entsprechendes begleitendes Knochenmark zudem. Gutes Ergebnis. Also, mein Fazit, die matrixbasierte Mikrofrakturierung ist ein gutes Verfahren in einmal, also One-Step-Verfahren, gut für Defekte über 2,5 Quadratzentimeter, wohin dann letztendlich die Reise geht, bis zu welcher Größe, bleibt noch ein bisschen offen. Spongioserplastik definitiv, ist kombinierbar, ist gut. Und meines Erachtens ist das eine wunderbare Alternative zu einer aufwendigen OATS bzw. einer Knorpeltransplantation. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich gebe mal ans Publikum weiter Fragen an Herrn Hagemann. Dann würde ich gerne eine stellen, ja. Und zwar... wir haben über Defektgrößen gesprochen. Wie sieht es mit dem Alter aus? Also bei der ACT ist es ja so, auch selbst bei den großen Defekten ist irgendwo dann bei 55 biologisch Schluss, zumindest steht das so in den Empfehlungen. Vor 18 Jahren muss man eine Genehmigung einholen. Wie sieht das mit dem One-Step-Verfahren aus? Gibt es da Begrenzungen, Erfahrungen bei älteren Patienten? Also aus meiner Erfahrung heraus gibt es, muss man ehrlich dazu sagen, arthroskopisch oder beziehungsweise operativ immer, wie ist der grundsätzliche Knorpel gegeben? Also wenn der Knorpel gut aussieht und ich habe eine klare Knorpelrandleiste, finde ich, ist es durchaus gerechtfertigt, unabhängig vom Alter auch mit einer Matrix zu arbeiten. Gibt es da eigene Erfahrungen? Also in der Mikrofrakturierung haben wir gesehen, gibt es Studien, die sagen, das ist schon altersabhängig. Genau. Sieht das da genauso aus? Oder? Ja, mehr oder weniger. Also aus meiner eigenen Erfahrung klinisch würde ich sagen, ist es ähnlich, wobei man natürlich da im Alter auch ein bisschen weitergehen kann. Wobei aber studienmäßig muss ich passen, aber ich denke, auf jeden Fall kann es da in die höhere Region auf jeden Fall gehen. Ja.
Okay. Und jetzt, warum, wir sind jetzt hier zwar in einem Plasma-Konzept-Workshop, aber warum nehmen Sie Hyalofast oder nehmen Sie auch andere? Also ich habe vorher mal Chondro-Tissue benutzt zum Beispiel oder auch Chondro-Guide. Beim Chondro-Tissue ist es so, das Material ist viel fester, ist rigider, ist schwieriger zu befestigen. Das muss man mit Smart Nails befestigen. Da kommt man häufig mit den Smart Nails nicht richtig gut durch die Membran durch. Also es ist einfach schwieriger zu befestigen. Mhm. Und mir geht es letztendlich um die Praktikabilität, um das einfache Verfahren. Ich will es letztendlich für die OP einfach haben. Ich will mich nicht irgendwie durch irgendwelche anderen Sachen stressen lassen. Und wenn ich sehe, dass es nicht gut zu fixieren geht, ist das für mich ein zusätzlicher Stressfaktor. Und das ist ein klassischer oder ein guter Vorteil, dass diese Membran durch Selbsthaftung halt da hält. Ne? Weitere Fragen? Nutzt jemand von Ihnen Matrizes? Hier hinten? Ja, gut. Zwei sehe ich. Okay. Wir müssen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Gibt es, wer macht Mikrofrakturierung von Ihnen? Doch einige mehr. Okay. Was, Sie haben ein bisschen wenig gesagt über die Komplikationsraten der Mikrofrakturierung. Die Komplikationsrate der Mikrofrakturierung. Die Komplikationsrate der Mikrofrakturierung, ja, also je nachdem, wie groß der Defekt ist, sind die Ergebnisse schlecht, wie ich ja schon gesagt habe, altersabhängig. Natürlich, Faserknorpel ist halt belastungsinstabiler. Insofern, nochmal, je größer der Defekt ist, umso schlechter die Ergebnisse. Also eine wichtige Komplikation der Mikrofrakturierung, in 35% gibt es knöcherne Bumps, die sehen Sie gar nicht. Also ja. Sie hatten ein schönes Bild gezeigt, dieser Verlauf, Mikrofrakturierung, wie das hinterher aussieht. Sie sehen eine weiße Oberfläche, die Ihnen aber nichts darüber sagt, wie viel Knorpel darunter ist. Genau. Das ist das große Problem. Das ist nicht nur ein Problem der Mikrofrakturierung, sondern von einigen Verfahren, aber man versucht ja gerade so ein bisschen rauszufinden, woran liegt das jetzt? Liegt das an den Löchern, die wir machen? Und vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, eben nicht nur Löcher zu machen. Sie haben eine Studie gezeigt, jetzt von Gobi, da wurden ja keine Löcher gemacht, sondern der hat im Grunde das Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen, hat es zentrifugiert und so weiter aufbereitet, was in Deutschland regulatorisch schwierig ist, und hat das dann auf die Membran gebracht, ohne dass er die subchondrale Lamelle geschädigt hat. Finde ich auch eine gute Idee. Macht das jemand von Ihnen? Nimmt jemand, wird sich wahrscheinlich niemand outen, das ist ja regulatorisch schwierig. Naja, das ist ja regulatorisch nicht so ganz einfach zurzeit. Ne? Man bringt ja quasi Stammzellen aus dem Knochen in den Knorpel rein. Da muss man ja so ein bisschen aufpassen. Also das kann man dann nur so verschlüsseln, indem man sozusagen die Zellen zum subchondralen Aufbau benutzt. Weil ansonsten darf man ja Stammzellen nicht von einem Gewebe ins andere bringen. Da braucht man dann wieder so eine gesonderte Zulassung, beziehungsweise, wie heißt es noch, diese Herstellererlaubnis. Ne? Das ist leider das Problem dabei. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann würden wir jetzt zur Praxis übergehen. Wolf, würdest du bitte deine praktischen Erfahrungen und Tipps und Tricks